Und da sind wir wieder bei Far Cry Primal. Und ich musste feststellen, dass man nach einem Beenden des Spiels wieder in seiner Startbasis startet. Aber ich bin hier wieder hingelaufen, also alles gut. Und wir haben hier nichts gefunden, was ich mitnehmen kann. Cool. Anzünden. Okay, brauchen wir nicht. Wird ein bisschen heller. Das ist gut. Das ist schon mal sehr schön. Noch so eins. Aber diesmal ein Weibchen. Was hat sie denn locker ein Bär, oder? Moment. Okay, die KI war jetzt ein bisschen doof, würde ich behaupten. Wir sind Level Up. Cool. Okay. Dann können wir gleich mal mit K-Fische. Ah. Aber das war's noch nicht, oder? Oder ist hier echt nichts mehr? Ah, da könnte ich hochklettern, aber ich habe natürlich keinen Kletterhaken. Und leider sind wir nicht James Bond, also. Aber wir können ja eine Fähigkeit verteilen. Ich glaube, wir nehmen das mit dem Selbstheilen, ne? Oder was ist das hier? Halte SDG gedrückt, um mich zu heilen, während du mit Shift sprintest. Also ich kann quasi dann während Shift das machen, oder was? Wir nehmen erstmal das mit dem Selbstheilen können. Das ist gut. Ach guck mal, von ihr kann ich die Sachen lernen. Und dann werde ich wahrscheinlich danach von dem Schamanen das andere lernen können. Also auf jeden Fall sieht das nach Schamane aus. Das Gesicht da. Alles klar. Ich wurde auch gerade eben schon von so einem fiesen Wildschwein überrascht. Das sehen wir vielleicht auch nochmal. Die sind ja nicht ganz sympathisch, würde ich behaupten. Oh, hell. Boah, hell. Meine Augen. Okay, wir möchten aber ganz gerne Wildhunde killen gehen. Und Wildhunde killen wir am besten, indem wir auf die Karte gehen. Und Bären, da müssen wir nicht unbedingt hin. Gehen wir einfach mal dahin. Ja, gut. Leute, das ist ein Jaguar, der ein Wildschwein wegmetzelt. Und ich metzel den Jaguar weg. Hoffe ich. Oder er rennt aber weg. Da ist ein Wildhund. Aber jetzt können wir natürlich das Wildschwein mal mitnehmen. Nein, 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 bleib hier. Achso, hat er gemacht, okay. Zack, ins Gesicht. Na komm, Wildschwein. Sei lieb. Habe ich nicht. Gut. Dann halt den Hund. Das Fell sieht echt hübsch aus. Kann man nicht anders sagen. Haben die sich echt ins Zeug gelegt. Warum liegt auch noch eine Leiche? Ist das der Jaguar vielleicht da drüben? Ab hier nippelt es. Hier hinten? Nee, es war ein Wildschwein. Das Wildschwein von vorhin, das mich da überrascht hat. Das habe ich mich auch zweimal angeschossen. Aber das hat sich verpisst. Okay, das hier darf ich dann nicht mehr durchsuchen. Oder ich habe es ja schon durchsucht, oder hat er keine Animation dafür. Oh, warte mal, da ist doch der Jaguar wieder. Oh Gott. 1, 1, 1, 1, 1. Oh Gott. Also sogar echt ein Jaguar, cool. So, brauchen wir immer noch nicht das Heilen ausrüsten, weil einen so einen Balken macht man ja immer mit sehr viel. Was ich im Prinzip genau richtig finde, das ist teilweise Lebensregeneration, immer nicht zu sehr. Das ist gut, das haben die sich auf jeden Fall gut überlegt. So, da können wir mal auf den Aussichtspunkt da oben raufsteigen. Ah ja, das klingt doch schon wieder richtig. Warte mal, das klingt ein bisschen gemeiner als nur ein... Das ist ein einfacher Hund. So, hier sehen wir natürlich jetzt nicht so viel. Wo bist du? Ich höre dich knurren. Wo ist denn der? Lol. Und weg war der Kopf. Ab mit seinem Kopf! Wo war das noch? Alles im Wunderland, ne? Dann gehen wir doch mal auf I. Und gucken, ob wir uns das bauen können. Du kannst sogar beides bauen, cool. Dann bauen wir den Köcher erstmal auf jeden Fall größer. Da brauchen wir jetzt Federn für. Und da brauchen wir jetzt Rotundfeld für. Aber ich weiß gar nicht, eingeweihte Taschen. Ach, das ist für Köder. Ach so. Okay, ich muss also erstmal vorankommen mit Tensei, dem Schaman. Alles klar. Dann würde ich mal behaupten, gehen wir mal kurz auf Karte. Und gehen einfach mal in Richtung Tensei. Denn das ist ja im Endeffekt unser Hauptziel. Und es wird Nacht. Nacht ist, glaube ich, nicht so gut. Andererseits können wir mal gucken, was da passiert. Nacht. Oder wir beeilen uns jetzt und kommen einfach sehr schnell in Richtung Tensei voran. Denn ich habe eigentlich das, was ich haben möchte. Und das waren die...
dass ich mehr Pfeile haben kann. Oder erstmal mehr Pfeile bauen. So, sehr schön. Brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Holz. Da oben ist noch was zu brauchen. Mehr Holz vor den Hütten, Leute. Ich habe im Übrigen heute, und das ist das erste Mal in meinem Leben, etwas mit Rabattcoupons gekauft. Also sowas wie Teuerpunkt etc. Und das ist einfach ein... Ich habe 50% Rabatt auf einen echt guten Rucksack. Nee, 80% Rabatt auf einen echt guten Rucksack und ich habe 20 Euro dafür bezahlt. Kann man nicht mehr, gar nicht für keine Marke sagen. Das wäre Werbung, die ich nicht machen möchte. Was ist das da für ein komisches Zeichen? Irgendwie ist hier so ein... Ihr seht es so auf, der Karte ist so ein kleines... Okay. Scheinbar nichts von Belangen. Wie weit müssen wir laufen, bis wir da sind? Ich drück doch M, oder? Ach, ich drück hier mal N, deswegen. Okay. Also scheinbar sind das nur 1-2 Meter, 600 Meter, 600 Schritte. Mammuts, cool. Okay, ich greife die mal nicht an. Ich glaube, das wird nicht gut ausgehen. Zack. Die können ja nix, die Hunde. Schritte sind es immer noch. Ich war eigentlich immer, weil ich möchte, glaube ich, nicht den Tieren in der Nacht begegnen, weil ich habe gehört, dass man hier in der Nacht, da verändert sich einiges, vor allem auch das Auftreten der einzelnen Tiere. Und dadurch... Falsche Taste. Müssen wir uns den ja nicht unbedingt in den Weg stellen. Zack. Wir sind auf jeden Fall in der Hundeecke gelandet hier, das kann man vielleicht sagen. Kann ich leider nicht ausmachen, wenn das in die Sicht. Das Wölfe, ja, ne? Nacht. Die Nacht ist dunkel und gefährlich. Die Sicht ist schlecht und viele Raubtiere sind auf der Jagd. Erkunde die Welt bei Nacht und entdecke einzigartige Tiere und Pflanzen. Okay. Dann gehen wir ganz kurz auf Q und zünden unsere Fackel gleich. Aber machen wir gleich, als es ein bisschen dunkler wird noch. Also jetzt. So, nehmen das hier und zünden die an. Gut. Gut, gut. Geh weg, Arschloch. Ich hab gerade mehr, ich bin gerade in dem Feuer drin, ne? Aber kann ich mich nicht ausmachen? Nicht, das hab ich vergessen. Das wollte ich nicht. Lagerfeuer sind große Feuerstellen, um deine Gebiete zu markieren. Sobald du sie erobert hast, schaltest. Schalte die Gegner in der Nähe aus und entfache das Lagerfeuer, um sie für deinen Stamm zu erobern. Okay. Und dann werden wir das aber ganz was machen, würde ich behaupten. Wir haben ein Speer, wir haben alles, wir haben Fackeln, wir haben alles dabei. Dann können wir es auch nochmal. Da hinten läuft schon wieder irgendwas, das mich töten möchte. Oh, ich habe da ein bisschen viel angezündet, glaube ich. Ah, gar nicht gut. Ihr seid nur Ziegen. Okay, ich habe mich gerade ein bisschen vor euch erschrocken, muss ich zugeben. Wo bist du hingelaufen, Wolf? Mach mal Nahkampfdorf. Ach, die schlafen, ne? Nee, die schlafen gar nicht. Ist aber noch niemand. Hier ist einfach nur niemand. Okay. Cool! Mit so einer Sicht von oben. Nice. Achso, ich dachte, der Flieger ist übers Land und zeigen uns, was da so alles in der Nähe ist. Das wäre nämlich auch richtig nice gewesen. 400 XP. Cool. Schnellreise. Achso, ich kann also zwischen den... Oh, das sieht aber nicht so hübsch aus. Ich kann also zwischen den Dörfern schnell reisen. Okay. Neue Dorfbewohner. Bevölkerung 5. Wo kommen die jetzt her? Einfach gespawnt oder was? Ach, guck an, die kann ich glaube ich nur im Dunkeln sammeln. Zumindest war das gerade auf dem Bild drauf. Irgendwas Böses hier am Start? Sieht nicht so aus. Okay. Gehen wir weiter in Richtung Schamane. Vorher sammeln wir das auf, was da in der Mitte ist. Das da. Grünblatt ist das. Okay, können wir also, falls unser Mann Tiger angreift, dir helfen. Und das ist Blaublatt, hab ich jetzt gedacht. Wahrscheinlich geben die den Sachen einfach die Namen, die sie... ja, logisch. Also, obvious Namen, so quasi.
Aber wir brauchen auf jeden Fall Holz, das ist gut. So können wir wieder mehr Speere bauen. Das Schiff für Adolf ist fast voll. Ja, wir haben noch mittlerweile gar nicht. Ein Speer haben wir noch gebaut. Also ich glaube 16 Adolfs können wir tragen und wir haben jetzt so ziemlich alles, was wir... Oh, Wildhunde. Die hätte ich eigentlich gerne gehabt. Was ist das denn da? Da muss ich nach unten zwar, ne? Was ist das denn da? Okay, also muss ich mit einer Kletterkralle machen. Kann ich gerade nicht. Aber ich höre doch Menschenstimmen. Wie viele Wölfe sind da? 1, 2, 3, 3. Da läuft auch irgendwas. Das ist, glaube ich, ein Hund, ne? Okay, das dürfte auf jeden Fall schon mal gesessen haben. Eins, nein. Was ist das? Wolf häuten. Okay, die haben wieder Beute gewittert. Müssen wir mal ganz kurz einen Speer nachbauen? Da haben wir schon, okay. Alter! Voll der Neo-Wolf. Alter! Das war keine gute Idee. Das war gar keine gute Idee. Guck mal, jetzt heilen wir uns noch nicht so ein bisschen. Oder essen wir jetzt? Ne, wir essen ein bisschen. Boah, krass. Ja, kam auf uns zugeflogen, würde ich behaupten. Ja, wieder Pfeile auffüllen. Ist auf jeden Fall wichtig. Da müssen wir hin. Auf meine Beute zu fressen. Was willst du von mir? Oh, der war noch klein, oder? Hab ich den jetzt gelootet? Ja, scheint so. Also hier sind auf jeden Fall noch einige, die wir ausnehmen können. Das ist gut. Ein Venya. Ach lol, die haben einen von denen getötet, einen von den Udam. Einen von nicht Venya. Einen von den Udam. Venya wäre ja einer von uns gewesen, das wäre mittelmäßig gut gewesen. Oh Gott, ey, die erste Nacht ist aber schon mal eindrucksvoll. Noch mehr von dem. Okay. Gehe ich auf Nahkampf? Ja, ich gehe auf Nahkampf, komm. Verschwindet einfach. Lass mich in Ruhe, dann ist gut. Wir können Freunde sein. Wir müssen ja eh hier runter. Moin. Mal kurz hier schnell vorbeigesneakt. Ja, wenn das jetzt Rotblatt ist, lache ich. Voll. Es ist halt wirklich Rotblatt. Nice. Aber es scheint wieder langsam. Ne, ist noch nicht Tag. Ist nur der Mond, der sehr stark. Das sieht schon cool aus, ne? Ein bisschen krass hell, der Mond. Aber gut. Kann ich die mitnehmen? Ne. Mal gucken, ob es um. Vielleicht übersehen wir denn hier Sachen. Oh, das Holz. Holz ist immer gut. Holz ist immer gut. Vor allem das gute Adlerholz, ne? Ja, ist fast voll, aber es ist gut. Wir haben auf jeden Fall. Oh. Dann würde ich sagen, bauen wir doch mal fix nochmal eine neue. Achso, wir haben schon eine, okay. Wir können das nochmal leveln. Cool. Jackfell. Also, wir bauen dann. Wir müssen das nochmal anzünden. Das war nochmal. Genau, Rechtsklick. Oh, das sind mehr als nur einer. Ich dachte, da wäre nur einer. Dann verschwindet erstmal hier. Belohnung öffnen. Belohnungslager. Ja, du, was die machen, denke ich mir schon. Okay, Lager ist voll. Lager ist voll. Okay. Noch was dabei? Nein. Okay. Hier kann ich das Lager. Also hier kann ich das, wenn ich jetzt hier schlafen kann, dann lache ich, ne?
Ah, guck mal, wir machen wieder. Ah, hier, wir haben natürlich jetzt wieder unsere Note verbessert. Hier kann ich halt wirklich schlafen bis zur Morgendämmerung. Es ist Morgendämmerung. Das nützt uns jetzt nicht mehr viel. Gehen wir ab nach oben. Ich möchte ja wissen, wie es weitergeht. Müssen wir auch ein bisschen in der Story daherkommen, ne? Sonst ist ja doof. Hier sind wir schon fast da. Hallo Ziege. Ja, ja, ich tue dir nichts. Alles gut. Ich habe genug Fleisch, damit ich über die Runden komme erstmal. Da ist noch was. Schiefer. Brauchen wir alles nicht. Ah ja, wahrscheinlich geht es ein bisschen in den Bergen. Da kann man dann eher Schiefer gebrauchen. Ist Schiefer, ne? Ja. Brauchen wir also nicht. Steinfinger. Ort entdeckt. Ist das ein Steinfinger? Sieht das aus wie so eine... Ah, kann ich mir jetzt nicht sehen. Wahrscheinlich sieht das von außen so aus wie so eine Konstruktion, ne? Erstmal machen wir den scheiß Wegpunkt weg. Nicht wie ich jetzt das Schiff gedrückt habe wegen Daisy. Ich weiß, ob der da alleine ist. Mal gucken. Ah, das ist der Kerl, das ist im Intro. Hat er da eine Ratte geschlachtet? Nein, nein, er tut's jetzt, alles klar. Nein, nein! The fuck? Das war ungesund viel Blut. Das ist ein Schädel. Haben wir jetzt schon so eine YouTube-Challenge oder was? Ach du Scheiße. The fuck? Vision der Bestien. Bevor wir weitermachen, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder, denn die Folge ist langsam schon etwas weit vorangeschritten. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag und bis zur nächsten Folge Far Cry Primal. Oder ich nehme es direkt weiter auf, keine Angst.